So, Arne, wir haben ja schon trainiert, sitzen vorher mal zusammen auf der Kante. Super. Du holst dir mal ein Mikro, genau. Ja, nach diesem wirklich guten, aufschlussreichen Gespräch zur Eröffnung kommen wir jetzt zum zweiten Block der Konferenz: Digitale Bühnen des Extremismus. Und wer könnte das besser eröffnen, diesen Block, als der Mann neben mir, Arne Vogelgesang? Ich sage kurz mal zwei Worte zu ihm. Und zwar, Arne hat eine Regieausbildung am Max-Reinhardt-Seminar erhalten und ist Gründer des Theaterlabels Internil. Unter diesem Namen seit 2005 freie Theater- und Performanceprojekte in Wien, Leipzig und Berlin. Zuletzt, und darum geht es auch heute, vor allem mit Internet- und Softwarematerial. Teilnehmer des Programms Überlebenskunst am HKW, FU Berlin, Haus der Kulturen der Welt, literarische Veröffentlichungen, Anthologien. Okay, ich mach's kurz. Seit 2014 Vorträge zur Ästhetik extremistischer Propaganda. In der HBS war zum ersten Mal er mit einem solchen Vortrag, ähnlich wie wir ihn jetzt sehen werden, im Rahmen der Recampaign und im Januar diesen Jahres bei der Jahrestagung der Dramaturgischen Gesellschaft. Tolle Inszenierung gab es in Berlin, und zwar im Theaterdiscounter, der Abend Glühende Landschaften, der sich ebenfalls aus dem Material speist, das wir jetzt gleich sehen werden. Das hat Arne mit seinem Team gemeinsam gestaltet. Im nächsten Jahr gibt es dann eine Aufführung am Schauspiel Dortmund, die sich ebenfalls mit dem befasst, das uns Arne gleich vorstellen wird. Er wird uns so ein bisschen das. Monothematisch nennt man das. Na, du machst noch andere Sachen, aber schon klar, hier ist es so. Und Arne ist so nett, uns jetzt das Spielfeld der folgenden Diskussionen zu bereiten, indem er einige Netzfundstücke vorstellt und in den Kontext stellt, die uns zeigen, in welcher Gesellschaft wir uns befinden, im buchstäblichen Sinne. Nach der Mittagspause geht es dann mit dem zweiten Teil weiter. Dann wird Falk Richter hierhin kommen, über Vier und anderes sprechen. Und danach haben wir auch eine Runde zu diesem Thema. Hass auf allen Kanälen heißt das. Aber jetzt erstmal Medienkompetenztraining für Propaganda-Einsteiger mit Arne Vogelgesang. Bitte, Arne. Danke, Christian. Ich habe mir mit dem Titel ziemlich was eingebrockt, weil in einer halben Stunde mit Gespräch sowas zu leisten, geht natürlich eigentlich gar nicht. Also werde ich jetzt nicht das Feld sauber bereiten, sondern einfach irgendwie so Sachen hinschmeißen, die teilweise auch ein bisschen dreckig sind. Ich beschäftige mich tatsächlich so mit Grassroots-Aktivismus im Internet, also bis auf AfD-Niveau kommen wir gar nicht, sondern wir bleiben noch so ein bisschen davor. Und ich habe ein Video vorbereitet, das wird einfach 21 Minuten lang durchlaufen und mich immer dann unterbrechen, wenn ich plötzlich einen Gedanken habe. Ich werde hier auch nur so um mein Pult rumhängen, also man muss gar nicht auf mich schauen, sondern dann auf die Leinwände. Und dann sage ich einfach mal Film ab. Unsere Khilafa in all ihrer Pracht, bestehend und sich ausdehnend. Sie wurde im Jahre 1435 Hijri gegründet. Ihr Anführer von dem Stamm der Quraysh ist Sheikh Abu Bakr al-Baghdadi und ihr Territorium ist jetzt schon größer als das von Britannien. Achtmal so groß wie Belgien, 30-mal so groß wie Katar. Es ist ein Staat, der auf der prophetischen Mythologie aufgebaut wurde, der danach trachtet, dem Koran und der Sunna zu folgen. Nicht einem säkulären Staat, der auf menschengemachten Gesetzen aufgebaut ist, deren Soldaten für die Interessen ihrer Tarut-Gesetzgeber, Lügnern, Unzuchtsündnern, Unternehmen und für die Freiheit von Homosexuellen kämpfen. Wir sind Männer, die mit dem Islam geehrt wurden und dessen Gipfel erklommen sind, um den Dschihad auszuführen, dem Ruf antwortend, sich unter einer Flagge zu vereinen. Dies ist die Quelle unseres Ruhms, unser Gehorsam gegenüber unserem Herrn. Wir sind ohne Kompromiss in unserem Aufruf zum Tawhid. Wir beugen uns nur Allah. Nicht wie die unzähligen abweichenden Fraktionen, die ihre falschen Banner erhöhen und sich mit dem Wind der Jahili-Politik ändern. Ja, wir sind die Soldaten, die die Kassen des Nationalismus niedertraten und die Shirky-Symbole von Palmyra und Ninawa vernichteten und die Grenzen von Saikus Piku zerstörten. Denn es gibt keine Ehre für den Überresten des Schirks und Nationalismus. Noch an dem Unterschied zwischen einem Araber und Nicht-Araber oder einem schwarzen und weißen Mann, außer durch Gottesfurcht. Er macht eine Politik, die unsere Werte und Traditionen für eine multikulturelle Utopie opfert. Unser Europa liegt im Sterben.
Unsere Zukunft ist bedroht. Was in anderen Ländern normal ist, wird von unseren Regierenden gefährdet. Identität ist kostbar. Wir werden uns dieser wieder bewusst. Wir sind verbunden durch über 1000 Jahre deutscher und europäischer Geschichte. Wir setzen die Kette fort. Ihr verhängt Denk- und Sprachverbote und etabliert den Granger Zeitgeist. Ihr verordnet uns Toleranz, Buntheit und Vielfalt, aber meint selbst Hass, Selbstverleugnung und Selbstabschaffung. Ihr liebt und fördert das Fremde und hasst und bekämpft das Eigene. Ihr wollt uns einreden, dass wir keine Identität haben und zu homogen sind. Wir sollen verdrängt und ausgetauscht werden. Ihr predigt die Vielfalt der Kulturen, doch betreibt ihre Zerstörung. Ihr bevölkert unsere Heimat mit Fremden, die wir nicht verstehen. Ihr schafft euch ein neues Volk und macht uns zu Fremden. Wir fordern das Ende einer Politik, die uns das Anrecht auf unsere Identität und unsere Selbstbestimmung abspricht. Wir fordern ein Ende des Bildungssystems, welches in Scham und Selbsthass anerziehen will. Wir fordern das Ende des gesellschaftlichen Mainstreams, in dem der gesunde Menschenverstand der politischen Korrektheit weicht. Wir lassen uns nicht von den multikulturellen Dogmen disziplinieren. Wir stehen bereit für die Rückeroberung. Wir wollen unser Europa und nicht eure Union. Unser Ziel ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Wir wollen keinen Stehplatz im Salon, sondern das Ende der Party. Wir sind die Jugend ohne Migrationshintergrund, die leben wohl und ihr Land noch nicht aufgeben hat. Eure Politik sorgt dafür, dass wir keine Zukunft haben werden. Wir aber wollen eine Zukunft für uns und unsere Kinder. Willkommen auf den digitalen Bühnen des Extremismus. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen mit dem Titel gehadert. Wenn es irgendetwas gibt, was man Extremismus nennen könnte und was so eine positive Orientierungsform für Politik wäre, dann wäre es wahrscheinlich die Leitideologie postdemokratischer Leistungsgesellschaften wie unserer, wo wir extrem innovativ, extrem individuell, extrem offen und extrem ausweglos in einem Dauerkampf mit unserer eigenen Überflüssigkeit sind. So eine Adidas-Kampagne von letztem Jahr hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Sie hieß Hashtag BeTheDifference und läuft gerade an den Seiten und changiert zwischen Kontrollwahn und dem Bedürfnis, alles kaputt zu machen. Nachdem für mein Empfinden die Politik sich über die letzten Jahrzehnte, das klang ja eben schon so ein bisschen an, herausgezogen hat aus dem eigentlichen demokratischen Geschäft in so eine Verwaltung von Sachzwängen, ist der Platz frei geworden für demokratische Diskurse auf Bürgerseite und die Aufrufe, staatlicherseits aktiv zu werden, sich politisch zu engagieren, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, wie es in der kulturellen Bildung auch lange getan wurde, tragen halt jetzt Früchte auf den Straßen. Nur nicht gerade die, die man sich vorgestellt hat. Das Outsourcing von politischem Verhalten an die Bürger, also seine Privatisierung, stiftet die Unruhe, unter der wir uns heute hier versammelt haben, zumindest wenn ich das Programm richtig lese. Ich möchte deswegen gar nicht von Extremismus reden, sondern schlage vor, statt diese Denkfigur von extrem ausfransenden Rändern, um eine irgendwie stabile und kohärente Mitte zu bemühen, stellen wir uns die politische Landschaft, zumindest die, die ich bearbeite, eher vor, wie ein ganzes Netzwerk sich überlappender Diskursfelder, wo Flüsse und Sickerungen an den Berührungsgrenzen zwischen ihnen passieren, wo Argumente, wo Gesten und bestimmte Moralitäten hin und her gehen, gespiegelt werden, variiert werden. Zumindest stellt sich das im Internet so dar und das durchzieht den gesamten sozialen Körper und lässt sich nicht einfach stratifizieren in hier ist außen und da ist das innen. So eine Karte, wie ich sie da habe und da nochmal hingestellt habe, ist natürlich nur eine Momentaufnahme, weil gerade im Moment sind alle diese Felder und Szenen, die radikale Propaganda betreiben und mehr oder weniger antidemokratische Ziele haben, sehr dynamisch und in einer Reorganisation begriffen. Nicht nur die Rechte, aber vor allen Dingen die. Sie sind auch enorm zersplittert und ausdifferenziert, wie die meisten kleineren Szenen es sind. Das sind Eifersüchteleien, Machtkämpfe, Narzissmen und all diese Dinge. Das kriegt man dann, wenn man von außen schaut und nur so einen groben Fernblick hat, natürlich nicht mit. Das ist aber auch in all diesen Szenen ein Dauerthema. Das heißt, man erkennt ganz gut, worum es geht, wenn immer wieder
die Vereinigung und die Einheit und das gemeinsame Handeln beschworen wird und dann andererseits die Weiterdifferenzierung betrieben wird. Diese kommunikative Vernetzung und die gegenseitige Feindbeobachtung führt dazu, dass die Kopiervorgänge, wie wir sie im Internet sowieso haben, das ist eine riesige Kopiermaschine, noch intensiver werden. Und ich habe diesen islamischen Start-Trailer an den Anfang gestellt, weil er zwei Elemente enthält, nämlich einerseits die Kritik am Nationalismus und andererseits diese Benetton-mäßige Werbung für Antirassismus, die ich ganz interessant fand, weil ich kenne diese beiden Motive zum Beispiel aus linken Diskursen. Die lassen sich aber ohne Probleme herauskopieren und einpflanzen in einen anderen diskursiven Zusammenhang, wo sie dann durchaus auch attraktiv wirken und eine Werbefähigkeit entfalten. Und dieses Kopieren und Anwenden auf die eigenen ideologischen Zusammenhänge ist etwas, was auch die Rechte extrem betreibt seit einiger Zeit und perfektioniert hat. Ich kann leider die ganzen Felder, die ich da so schön kartografiert habe, aufgrund der Zeitknappheit nicht einzeln durchgehen. Das wäre ein totaler Overload. Deswegen laufen da jetzt exemplarisch einfach mal so ein paar Beispiele aus den unterschiedlichen Feldern durch, die durchaus unterschiedlichen Charakter haben. Aber mir ist klar, dass für das ungeschulte Auge das eigentlich alles wie die gleiche Soße aussieht. Aber da finden sich die verschiedenen Themen so wieder. Was für mich wichtig ist, noch zu sagen, ist, dass grundsätzlich, wenn wir heute später noch über Rechtspopulismus reden, hauptsächlich, was ja auch kein Rechtsextremismus ist, das sind ja nochmal ganz unterschiedliche Sachen, wir es hauptsächlich mit Kämpfen um Repräsentation zu tun haben. Das heißt eben, wer ist das Volk? Wer darf für diese Mehrheit sprechen oder für diesen Volkssouverän? Und ich erlebe es immer wieder, dass in Diskussionen und jetzt auch mit so diesem nervösen, hühnerhaften Picken der Zivilgesellschaft, die so merkt, jetzt wird es langsam ein bisschen dringend, man immer auf die gleiche Art und Weise antwortet, nämlich auch mit dem Wir. Nee, wir sind das Volk und nicht ihr. Das wäre eine Sache, die ich gut fände, heute zu diskutieren, ob man sich auf diese Form der Kommunikation einlassen sollte oder nicht. Die Diskurskroheit oder was die Identitären am Anfang gesagt haben, die Reconquista, die da gerade läuft, das heißt die Wiedereroberung gesellschaftlicher Hegemonie, die man mal hatte und die man verloren hat über eine gewisse Zeit und jetzt wieder zurückholt, hat tatsächlich einen relativ guten Stand im Moment, weil die Rechte die Opposition ist. Wir haben wenig innerstaatliche, wirklich handlungsfähige Opposition, die attraktiv ist für Leute, die extrem unzufrieden sind und gerne gegen den Staat agieren wollen. Die Linke kann das im Moment leider nicht so wirklich bringen. Und für die Dschihadisten ist es nicht im Interesse. Die Revolution, die propagiert wird überall, ist so eine Art Aufwachen im Internet, weil man kann im Internet ja nicht körperlich handeln. Man verspricht immer nur, dass wir alle auf die Straße kommen werden. Wir werden den Reichstag dann stürmen. Wir werden ganz viele sein und so weiter. Die Revolution wird stattfinden. Was wir im Internet nur machen können, ist eben kopieren, 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 kopieren. Und das ist eine Akkumulation von Wissen, die irgendwann die Leute aufwachen soll, aufwecken, die Systemschlafschafe. Oder wie immer man sie gerade jeweils nennt. Und dieses extreme Kopieren, was auch dazu führt, dass auf der Straße dann die Nazi-Demonstration der Antifa-Demonstration gegenübersteht und Nazis rausruft, führt dazu, dass es kein Privileg mehr auf das Politische gibt. Das war eine Zeit lang diskursiv so. Man konnte einfach sagen, ja, Widerstand ist gut. Und dann wusste jeder, was gemeint war. Das ist jetzt nicht mehr so. Und eine andere große Gefahr ist Überheblichkeit. Das ist ein Beispiel dafür. Es ist ein sehr trauriges Lachen, was da durch den Saal des ZDFs geht, weil die Leute nicht verstanden haben, dass die Nazis nicht zu blöd sind, die Flagge richtig rumzuhalten, sondern sie wissen, was sie tun. Das ist nämlich ein Zeichen, was aber nicht gelesen werden kann von der bürgerlichen Mitte. Wer also triumphierend über die Idioten lacht und nicht verstanden hat, was sie eigentlich meinen, der könnte sich später sehr ärgern. Ich surfe hier ein bisschen durch ein Profil auf BlaBlaBook. Das ist eine nicht sonderlich gut laufende Kopie von Facebook. Facebook hat zwar sehr viele Gruppen, wo viel passiert, viele Rechte sind ausgewandert nach Kontaktchen, nach der russischen Variante und dann gibt es so Versuche, auch noch andere Plattformen zu etablieren, hier speziell so für die irgendwie gemischte, staatsfeindlich-patriotische und ein bisschen verschwörungstheoretische Ecke. Und man sieht so ganz gut die Mischung aus Katzenbildern hier, den schlechten Witzen dort und der Scheiterhaufen-Propaganda da. Das lässt sich alles wunderbar integrieren in so einen Arbeitsalltag. Man kann im Internet Propaganda betreiben, so wie man Sudoku-Rätsel löst oder über Angeln chattet mit anderen Leuten. Das kann erstmal ein Hobby sein. Das ist aber auch ein bestimmter politischer Selbstfindungsprozess. Was ich am Anfang meinte, wenn wir einen Rückzug der Politik aus demokratischen Diskursen haben, dann muss diese Lücke auch irgendwie gefüllt werden. Und ich glaube, immer mehr Leute
fühlen sich auch in ihrer Frustration aufgerufen, sich politisch zu positionieren. Nur wenn man gar nicht weiß, wie das geht, wo lernt man das dann? Zum Beispiel im Internet. Und wenn man dann erstmal eine schöne Community gefunden hat und ein Deutungssystem, was einigermaßen kohärent funktioniert und auf die eigenen Lebensumstände passt, dann kann man da auch erstmal bleiben. Und dann entwickelt sich das, was wir Filterblasen nennen und was nur eine kleine Form von diesen ganzen Blasen ist, die sich da überschneiden. Und wir hier sind natürlich auch so eine Art von Filterblase. Und in denen bestimmen die Such- und Empfehlungsalgorithmen der Softwarearchitektur, in der ich bin, was ich jeweils wieder zu sehen kriege. Das heißt, ich habe diesen Echokammer-Effekt, dass ich immer mehr von dem kriege, was ich sowieso schon glaube. Und das hat zur Folge, dass man sich so abdichtet gegen andere Argumente und vor allen Dingen auch die Abwehr die ganze Zeit trainieren und lernen kann. Das kann man dann auch auf der Straße anwenden. Und das führt dazu, dass sich alternative Medien entwickeln, alternative politische Praxen. Hallihallo. Ja. Ich surfe mal wieder durchs Internet und finde ein lustiges Video von einem gewissen Kalkofer. Ihr wisst schon, von Kalkofes Mattscheibe, ne? Es dreht sich um einen Kollegen von mir, allerdings in ganz dicken Anführungszeichen, ne? Kollegen, um einen gewissen Hagen Grell. Ihr wisst schon, mit liebevoller Revolution, der Hagen Grell. Guckst du. Hallo, liebe deutsche Frauen, Mädels und Damen. Nach den Ereignissen in Köln, Stuttgart und Hamburg zu Silvester und allgemein nach der Einwanderung hunderttausender kulturfremder Männer nach Deutschland im Sommer haben viele Frauen Angst vor Vergewaltigung, Verbrechen und Gewalt gegen sich selbst und gegen ihre Lieben. Und sie rufen nach dem Schutz ihrer Männer. Liebe Frauen, ich bin hier, um euch zu sagen, ihr habt es selbst in der Hand. Eure Männer werden nicht kämpfen, wenn ihr es nicht wollt. Eure Männer werden euch nicht beschützen, wenn ihr sie nicht wieder zu Männern macht. Eure Männer sind nur aus einem Grund passiv und schwach, weil ihr es so wollt. Ich möchte das erklären. Hagen Grell ist Entertainer. Er hat seinen eigenen YouTube-Kanal, er hat sich dort gefunden, hat eine erkleckliche Anzahl von Followern und ist mittlerweile berühmt geworden. Das Video, was wir gerade gesehen haben von Anfang dieses Jahres, ist ein schönes Beispiel überhaupt für die Situation, wenn man auf YouTube Propaganda macht, das heißt über Videobotschaften. Man sieht im Hintergrund den Badezimmerspiegel, der steht ja irgendwie da in der Dusche rum. Im Badezimmerspiegel sieht man die Kamera, in die er schaut und wo er wieder sein eigenes Bild sieht. Das heißt, er ist in einem kompletten narzisstischen Echoraum, den dann nur seine Videobotschaft verlassen wird. Und genau dieses Verhältnis spiegelt sich dann andersrum wieder, wenn die Community antwortet und der Diskurs losgeht. Und der Kreislauf zwischen diesen beiden Stationen geht so hin und her und verstärkt die Argumente unter Umständen oder schwächt sie ab, je nachdem, wie erfolgreich er ist. In seinem Fall nun ist er relativ erfolgreich geworden. Das Video ging viral und Kalkofer hat im Fernsehen eine Parodie gemacht, steht also ihn parodierend vor dem Bild, vor dem Spiegel, was wiederum dann für Hagen Grell ein Anlass war, selbst vor diesem gefakten Studio-Hintergrund ein Video darüber zu machen in seinem Kanal. Das heißt, wir haben eine enorme Kaskade von Veröffentlichungen, die hin und her gehen in einer Schnelligkeit, wo natürlich klassische demokratische Prozesse überhaupt nicht mitkommen können. Das ist ein Beispiel für eine Möglichkeit, wie sich so bestimmte... In diesem Land geht alles zugrunde. Und gerade von jemandem wie dir hätte ich ein bisschen mehr erwartet, Kalki. Das ist... Nee. Das ist traurig. Kleine Kinder hier, Siebenjährige, werden auf dem Spielplatz von irgendwelchen muslimischen Necker... von muslimischen maximal pigmentierten... Kultur bereichert. Ganz Deutschland hört Stahlgewitter. Ja, dann verabschiede ich mich mit den Worten: Wenn du schon gehen musst, dann mit einem Lächeln. Auch Dennis Ingo Schulz ist so ein Entertainer oder wie er selbst sagt, er ist Satiriker natürlich. Auf YouTube ist ja sowieso jeder ein Künstler, der dort was produziert. Dass viele sich als Satiriker bezeichnen in dem Fall, in diesen Feldern, ist natürlich kein Zufall, weil es sichert sie ein bisschen rechtlich ab. Die Debatte hatten wir ja jetzt auch gerade von der anderen Seite. Ne? Was darf Satire, was nicht? Und wenn man sie auf der einen Seite gewährt, muss man auf der anderen Seite dann auch immer überlegen. Das ist tatsächlich ein sehr schwieriges Feld und die Leute sind sehr schlau im Umgang damit. Und ein anderer Satiriker, auf den ich gerne kommen würde, hat sich tatsächlich mal mit ihm zusammen getroffen.
Die beiden haben geredet, nachdem sie sich befeindet haben, und das Ganze war ein gigantisches Drama. Das heißt, wenn man in diesen Szenen unterwegs ist, dann kriegt man, wir sind ja hier bei Theater und Netz, tatsächlich Stoff für abendfüllende Stücke, je nachdem, wie die Leute sich zueinander verhalten, wie sie sich dann wieder beschimpfen, wie sie sich trennen, was dann wieder passiert, und dann reagiert der Chor. Also da passiert unglaublich viel, und es ist sehr schwer, dann damit das noch zu bearbeiten als Material. Ich lasse jetzt mal kurz Schumacher. Es reicht mir langsam! Und jetzt werde ich wirklich mal sauer! Seit wann muss ich denn hier bei deutschem Brauchtum nach irgendwelchen Mullah-Regeln gehalten werden? Kurt Schumacher ist auch ein Satiriker. Das ist der böse Mann, eine Kunstfigur von ihm, das ist ja nicht selber. Sondern er hat diese Kunstfigur erzeugt, um quasi eine kathartische Ableitung für die Aggression seiner Zuschauerschaft zu ermöglichen. Und das funktioniert auch ganz gut, er ist sehr erfolgreich geworden. Er hat bei verschiedensten Pegidas geredet. Das kann ja wohl überhaupt nicht angehen, was in diesem Land stattfindet. Und es gibt eine kleine Episode von Anfang dieses Jahres, die zeigt, wie Verwertungsketten sich auch innerhalb von Szenen organisieren. Wir stehen hier direkt vor dem Häuschen, wo heute Nacht oder gestern unsere Freunde von der Polizei vorbeigekommen sind und haben mal geguckt. Das Zeckennest mal. Genau, ausgeräuchert. Ausgeräuchert. Und was haben sie gefunden? Alles haben sie gefunden und haben sie mitgenommen. Landet also nicht mehr in unseren Reihen, das ist fein. Dann wird der Innensenator direkt wieder angefeindet von unseren Freunden. Die holen Nachschub, die holen Leute, die holen jetzt welche, die holen welche. Die holen welche? Die holen welche, ja, mach weiter, die holen jetzt welche. Jetzt holen sie hinter uns welche. Ja, ja. Hast du denn schon mal? Ne? Ja, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen. Wir werden hier wahrscheinlich gleich angegangen. Wir wollten euch nur mal zeigen, wir sind da und wir feiern das. Ja. Ich hoffe, ihr feiert das auch. Eins, zwei, drei. Danke, Polizei. Und in diesem Sinne, bis später. Das ist der Schritt auf die Straße. Und auf der Straße gibt es natürlich andere Risiken. Cody, pass mal auf, die kommen jetzt, pass auf. Und dann? Hopp! Hopp! Piss dich! Verpiss dich, du Fotze! Verpiss dich! Verpiss dich! Nein, das Auto, fahr los! Karre an und ab! Fahr! Noch immer steht Stefanie Schulz der Schock ins Gesicht geschrieben, wenn sie die Bilder betrachtet. Aufnahmen nackten Straßenterrors der Antifa mitten in Berlin. Angst. Einfach nur blanke Angst. Ja, also ich... Wollten die Linksradikalen mit dem Überfall eine kritische Kommentatorin ausschalten? Vieles deutet darauf hin, ein Angriff auch auf die Meinungsfreiheit. Wer mir das Recht auf Reden verbieten möchte, der verbietet dem deutschen Volk, dass es seine Interessen hier artikuliert, dass es seine legitimen Rechte hier ausspricht, und er verhindert, dass wir unsere Freiheit verteidigen bis zum letzten Atemzug, Freunde. Das ist Rotfaschismus, Linksextremismus, getarnt als Demokratie. Und nebenbei haben wir Demokratie, ist Herrschaft des Pöbels. Salafisten, ihr habt keine Ahnung. Und ich bin auch kein Rechts, kein Nazi. Nazi-Regime ist von Merkel. Ihr werdet nur erniedrigt, meine lieben Geschwister. Ihr könnt euch nicht sicher sein, dass es halal ist. Ihr könnt euch nicht sicher sein. Warum wollt ihr das, dass ihr herkommt, oder? Und wenn wir Multikulti haben, dann treffen wir uns immer auf den gemeinsamsten, niedrigsten Nenner. Das heißt, wir treffen uns dort, wo die beknacktesten Vollmongos sich befinden. Versteht ihr, liebe deutsche Frauen und Damen? Eure Männer sind nicht schwach. Eure Männer gehören zu den größten, stärksten, edelsten der Welt. Wenn es keinen Führer gibt, aber der Führer hat gesagt, ich bin der härteste Mann Deutschlands. Und ich bin momentan der härteste Mann Deutschlands. Und ich kläre eure Scheiße. Ich werde euch in die Verbannung pressen. Das könnt ihr schon mal sehen. Das weiß ich. Freunde! Wir verkörpern den gesunden Menschenverstand und wir werden uns am Schluss durchsetzen! Diese Brüder jetzt, die schlachten. Die schlachten euch dazu ein, auf die Herzen zu kommen und zu schlachten, die Gefahr zu schlachten. Der Jude im Schafspelz. Wenn ihr da unbedingt mitmachen wollt, gut, okay, ist ja eures. Deutschland und vielleicht Welt ist sie heil. Danke Schwerin, danke Mecklenburg-Vorpommern!
So, wir haben jetzt noch kurz Zeit für 2, 3, 4 Fragen, wenn ihr wollt. Arne, ich gebe dir erstmal ein Mikrofon. So, vielleicht ganz kurz kannst du sagen, am Ende die Animation, das ist ja ein Teil deiner Arbeit, richtig? Magst du dazu ein bisschen was sagen, wie sich das quasi zusammen kontextualisiert? Ich wollte irgendwie noch einen Abschluss haben und ich hatte keinen und hatte nicht mehr die Zeit, jetzt noch möglichst viel zusammenzuschneiden, weil ich dachte irgendwie, ich muss ja irgendwie auch nochmal so einen Rundumschlag machen, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, auch für die Fülle. Und das war gerade at hand und deswegen habe ich das da hinten mit dran gepappt. Aber das ist das, woran ich gerade sitze, sozusagen das wieder zu revirtualisieren. Ja, aber gehen wir ins Publikum. Gibt es Fragen oder einen Kommentar? Bitteschön. Ja, ich wollte fragen, und zwar, du hast gesagt am Anfang, dass es immer so diese Tendenz von der Zivilgesellschaft gibt, zu sagen, auch diese Frage, wer ist das Volk, irgendwie so zu beantworten und dass du dir da irgendwie dir unsicher bist, ob man sich überhaupt auf diese Frage so einlassen sollte. Genau, und da wollte ich fragen, vielleicht hast du da irgendwie eine Antwort drauf, wie man mit dieser Frage, weil diese Form der Frage der Repräsentation steht ja im Raum, wie man mit der umgehen sollte und vielleicht auch was eine ja auch eine künstlerische Strategie sein kann, also ihr scheint ja auch eine zu verfolgen oder du, genau, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil sie ja im Raum steht oder wie man sie, wenn vielleicht, ganz neu stellen oder neu definieren sollte. Ja, das ist natürlich fett, ne? Ich glaube, auf einer Seite ist es natürlich eine Frage von so eigener politischer Präferenz. Du kannst, es hat eine Plausibilität, auf den Nationalismus quasi mit dem positiven Nationsbezug zu antworten oder auf identitäre Politik dann irgendwie mit einer anderen Identität. Dann begibt man sich halt auf das gleiche Spielfeld. Wenn das gerade das Mehrheitsspielfeld ist, dann ist es vielleicht vernünftig, weil sonst kann man einfach nicht mitspielen. Da ich kein Politiker bin, stellt sich für mich die Frage natürlich aber nicht so sehr. Deswegen kann ich mich meinen eigenen Privatvorlieben widmen, ohne dass ich da Entscheidungen treffen muss, die quasi größere Auswirkungen haben. Ich fände es nicht ideal. So. Künstlerisch ist es aber halt eine wahnsinnig interessante Frage, gerade über Identitäten zu arbeiten, über diese Prozesse. Also da trifft für mich die Technologie des Internets mit der Art und Weise, wie sich politische Prozesse verändern oder Propaganda verändert, aufeinander, eben durch Kopiervorgänge, durch das Trainieren, durch das Wiederholen von bestimmten Dingen. Und das untergräbt natürlich sowas wie Identität total. Weil du wiederholst ja nur die Gesten von den anderen Leuten und die Argumente. Was ist dann, also das heißt, welche Kollektividentität soll denn da dahinter stehen? Das ist jetzt keine sonderlich präzise Antwort und auch keine Lösung für deine Frage, Entschuldigung. Ja, bitte. Bitteschön. Während das Mikrofon wandert, kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, das fällt mir nämlich noch ein, sozusagen, wenn man mit Du bist Deutschland antwortet, das geht nicht zusammen mit dieser These der offenen Gesellschaft, glaube ich. Die ja alle, also externalisiert man die anderen und macht jetzt den Kampf darüber aus, wer jetzt das Volk sein darf, oder sagt man, ihr gehört erstmal zu uns. Das ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung. Ja, also mein Vorredner hat die Frage eigentlich schon gestellt gehabt. Ich habe nur nicht ganz verstanden, ob du wirklich darauf geantwortet hast. Also was sind deine Strategien, damit umzugehen? Oder was fängst du mit diesem Material an, was ja sehr verstörend ist, meines Erachtens? Ja, und ich kenne deine Arbeit nicht, die du hier in Berlin gezeigt hast und würde da gerne ein bisschen was erfahren. Das ist auch so ein Übungsprozess für uns, glaube ich. Also ich finde erstmal das Material sehr spannend und das Erste, was bei mir in der Arbeit da steht, ist, ich sehe das Zeug und denke so, das sollten vielleicht die anderen Leute auch sehen, um einen Eindruck davon zu haben, was los ist. Das ist erstmal so ein ganz, ganz basic Aufklärungsimpuls oder sowas. Da könnte man jetzt natürlich auch eine Ausstellung machen oder alles andere. Und nun bin ich leider auch noch jemand, der vom Theater kommt. Das heißt, ich muss irgendwie Wege finden, das künstlerisch zu bearbeiten. Ich weiß nicht, ob wir da schon wahnsinnig weit gekommen sind. Also eines, mit dem wir viel gearbeitet haben, ist tatsächlich physisches Kopieren von Videos. Das ist Wiederholen von Material. Dann die Frage, in welche performativen Rahmen bettet man das Ganze ein? Wir haben mit Coachings gearbeitet, mit Planspielen, mit lauter Sachen, die immer so Aktivität suggerieren und dann aber nicht wirklich ausführen. Und etwas, an dem ich im Moment arbeite, ist das bisschen, was Christian erwähnt hat, was am Schluss lief, ist tatsächlich Virtual Reality, Motion Capture, also die Rückübertragung solcher Sachen
in virtuellen Raum. Ich fände es super, ein Computerspiel zu haben mit den ganzen Leuten, wo man so einen Stock in der Hand hat und immer rumläuft und in die Seite piekt und es hilft auch nichts. Ne? Also, es ist, aber ich arbeite da immer schon aus einer Hilflosigkeit raus. So, eine Frage können wir noch nehmen, Gabriel? Ja, das schließt sich da, glaube ich, an. Du hast ja schön gezeigt, wie diese Formen verwertbar sind, ob links oder rechts. Und dann das tolle Beispiel mit dem Hagen Grell, der so diesen narzisstischen Echoraum aufmacht. Da denkt man natürlich an Nam June Paik oder es kommt quasi die Videokunst der 60er Jahre, kann man genauso als narzisstisch bezeichnen. Und jetzt war meine Frage, wenn du jetzt eine Revitalisierung vornimmst, also wieder mit dieser Form spielst, ob, welches Potenzial das für dich birgt, ob es tatsächlich ein kritisches Potenzial hat oder du sagst, na, du bist hier auf einer avantgardistischen Ebene in der Form, die aber natürlich auch wieder angeeignet werden kann. Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist, okay. Bezieht sich die auf von kritisch, avantgardistisch, fragst du nach Kunst oder nach Politik? Na, ich meine, bei dieser Konferenz heute, so wie ich es verstehe, geht es ja genau auch um diese beiden, also Theater und Politik, um dieses Wechselverhältnis oder Spannungsverhältnis. Und ich frage eher, glaube ich, schon erstmal aus einer künstlerischen, also Position, beziehungsweise was du uns hier vorgeführt hast, sind ja Formen. Erstmal, wie Formen verwertet werden. Und meine Frage ist schon, ob man sagt, das ist eine leere Form, die sich jeder aneignen kann, oder ob es in der Form, wie sie verwendet wird, einen Moment gibt, der vielleicht nicht unendlich oder ja, einen kritischen Moment oder ein kritisches Potenzial hat in der Form. Ich glaube, dass. Also in der künstlerischen Strategie von Wiederholung ist es möglich, dass es irgendwo eine Unterbrechung gibt und eine Differenz, die vielleicht sowas wie ein kritisches Potenzial hat, ich weiß es nicht. Ich trenne auf jeden Fall künstlerisches Handeln von politischem. Für mich relativ stark. Also ich weiß, wenn ich künstlerisch arbeite und auf irgendeine Art und Weise in der Wiederholung auch immer wieder repräsentiere, was sowieso schon da ist, ist das gerade der Verzicht darauf, politisch etwas zu tun. Das sehen andere Leute anders, aber ich für mich hält das irgendwie diese Sachen ein bisschen klarer. Ansonsten glaube ich aber, dass genau diese, also so strukturelle Wiederholung eine Chance bietet, zu erkennen, eben in welchen Strukturen auch solche Sachen entstehen. Dass wir es also nicht damit zu tun haben, dass da irgendwie böse Leute sind oder frustrierte Leute und die müssen jetzt irgendwie, also dass man so unzeitlich und unbezogen jetzt die politischen Feinde hat, sondern dass die Art und Weise, wie sich diese Propaganda darstellt, wie sich diese politischen Prozesse gestalten, sehr viel damit zu tun hat, wie auch der technologische Stand gerade ist und wie die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist. Das spielen natürlich noch tausend andere Sachen rein. Aber das ist, glaube ich, auch was man damit ein bisschen im Blick kriegt. Okay. Arne, erstmal ganz herzlichen Dank für deinen Vortrag. Merci.